Nennen Sie Merkmale einer Teamorganisation. Handlungsaufforderung hier, man könnte auch formulieren, was sind die Merkmale einer Teamorganisation? Okay, gehen wir es an. Teamorganisation, Komma, Merkmale. Team, ja, was sind das? Mehrere Menschen, die gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Was sind die Merkmale dieser Arbeit? Machen wir uns zunächst mal hier eine Struktur. Fünf Spiegelstriche. Zunächst einmal Teams handeln eigenverantwortlich. Oder wer es lieber substantiviert haben will, der kann auch sagen, Merkmal ist eigenverantwortliches Handeln. Dann Teams organisieren sich selbst. Wichtiges Merkmal. Ja, oder substantiviert Selbstorganisation. Dann ein Mitarbeiter kann in mehreren Teams sein. Ja, das ist hier durchaus möglich. Der kann in mehreren Teams mitarbeiten. Dann Teamziele werden von der Geschäftsführung vorgegeben. Und manchmal leistungsbezogene Entlohnung. Auch das ist oft, nicht immer, aber oft ein Merkmal einer Teamorganisation. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.